Change Management kann ich nicht machen wie ein Buchhalterjob, sondern macht es mit Herzblut und Überzeugung und lebt es vor. Ein ganz herzliches Willkommen zum Trendforum Change Management. Schön, dass Sie dem Ruf des Change Managements gefolgt sind. Für mich ist die Quintessenz des Change Management, dass man in der Tat es schafft, die Menschen mitzunehmen. Das Mantra der Change Manager heißt ja Betroffene beteiligen. Aber dabei professionell dieses durch Projektmanagement zu flankieren und zu strukturieren und auch enge Kooperationen mit Nachbardisziplinen zu suchen. Am Ende des Tages würde ich sagen, Change sollte eine Herzensangelegenheit sein. Es sollte gelingen, die Führungskräfte dafür zu gewinnen. Dann kann es zum Erfolg werden. Ich bin heute hier beim IBO Trendforum, weil wir vor 2 Jahren ein erstes internes Projekt mit IBO gemacht haben zum Thema Veränderung der internen Abteilungen, auch vor dem Hintergrund, dass wir strategisch uns neu positionieren. Und heute bin ich hier, weil mich einfach der Erfahrungsbericht interessiert, wie andere Firmen diese verschiedenen Change-Erfahrungen auch zusammentragen, um davon zu profitieren. Natürlich sind meine Kollegen aus der WB Bank heute auch hier und da, das ist jetzt der 2. Vortrag, der jetzt zu hören ist, auf den bin ich auch sehr gespannt. In meinem Vortrag ging es darum, wie wir Change Management in einer Bereichsumstrukturierung tatsächlich auch eingesetzt haben. Ich habe kurz dargelegt, welche Schritte wir getan haben und warum es so sinnvoll ist, das Thema auch wirklich zu platzieren. Ganz toll finde ich, dass wir es in der Geschäftsleitung eben von oben herunter auch gewollt haben in der Bereichsumstrukturierung. Das hat uns sehr, sehr geholfen. Ja, ich habe dann noch ausgeführt, wie das auf mich persönlich gewirkt hat, welche Emotionen im Laufe der Veränderung, denke jeder Mitarbeiter durchmacht, aber auch wie gut es bei uns im Haus geklappt hat und welche neue Aufgabe ich jetzt übernommen habe und die gesamten Denkprozesse, die hier durchlaufen sind. Change Management ist eine fantastische Leistung, aber sie ist so abstrakt, dass sie gut vermarktet werden muss. Ich plädiere dafür, dass man diese Leistung aber auch im Betrieb bekannt macht, dass man die internen Kunden in den Mittelpunkt stellt und ihnen genau erklärt, was man von Change Management hat. Thema meines Beitrages heute war das Thema lebenslanges Lernen, das ein Stück weit eine Voraussetzung ist für kontinuierliche Veränderungen. Und zum anderen ist es ja so, dass lebenslanges Lernen als Konzept durchaus auch mit Strukturveränderungen in Unternehmen verbunden ist, die eben auch im Sinne eines Change Managements gemanagt werden müssen. Und das ist nämlich das E hoch 3. Das fand ich jetzt aus dem Vortrag von der Frau Hofmann extrem wichtig, dass nämlich auch die Eigenständigkeit dazugehört und nicht nur, also dass das die Rolle quasi von jedem selbst auch ist, zu lernen und da dann auch selbstständig dabei zu bleiben. Um unsere Teilnehmer auch ein bisschen zu aktivieren, haben wir am Anfang 3 Fragen formuliert, die eben auch die ganze Zeit hier standen und jeden gebeten, auf 3 verschiedenen farbigen Karten so ganz spontan aufzuschreiben, was denn da so die Antworten sind oder ja so die Erfahrungen, was Change Management eben auch schwer macht. Am Ende der Veranstaltung haben wir zu zweit so einen kleinen Talk gemacht und von daher nochmal gespiegelt, ja, was da so die Erkenntnisse gewesen sind.